Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Ja. Recht also noch nicht. Okay. An was bist du gerade am Arbeiten? Ja, paar Kohlekraftwerke. Ah, oh, die sind alle direkt gleich nebeneinander. Selben Abstand. Oh. Okay. Ja, das ist sehr gut. Das ist gerade Sex auf einer Plattform. Okay. Aber ich würde sagen, wir tun die am Anfang erstmal noch nicht boosten. Also dann später die größeren. Ja. Meine drauf tun oder sowas. Das ist gut. Verbrauch 45 Kubikmeter. Ich glaube, das ist tatsächlich eine komplette Pumpe. Eine halbe Pumpe, meine ich. Oh Mann. Es wären dann 8 Pumpen, was ich hier hinstellen muss. Okay. Mhm. Nicht gerade wenig. Nö. Hm. Das geht schon wieder nicht gescheit auf. Och Mann. Das ist doch immer so. In dem Sinne habe ich 45 Kubikmeter Wasser, was pro Kraftwerk verbraucht werden. Aber eine Pumpe macht 120 Kubikmeter. Okay. Mittlerweile ein bisschen mehr. Obwohl, im Großen und Ganzen geht's doch auf. Und jetzt hier kann ich einfach 6 Pumpen bauen. Ja. Ich hoffe nur, dass sie hoch genug das Zeug pumpen können. Ja, ja. Ich glaube, da brauche ich auch 3 Pipelines. Oder mache ich... ich glaube, ich mache pro Pumpe eine Pipeline tatsächlich. So, die später noch hochboosten kann. Okay. So. Dann stelle ich ein bisschen mehr Beton her und dann eine Stahlbetonträger. Oh shit. Echt leider nirgends hin, aber ja. Machen wir. Okay. So. Dann gehen wir hier rein.
So. Irgendwas stimmt dann nicht. Oh. Ah. Ja. Ich habe mich gefragt, warum oben die Meilensteine nicht weitergeht. Warum es schon seit einer Ewigkeit auf 144 ist. Weil ich die modularen Dinger ausgemacht habe, ja. Hab's so gemerkt. Hab's gemerkt. Das kann weggepackt werden. Oh mein Gott. Ich mach schon wieder Sachen hier, ey. Okay, also Wasserzufuhr ist eigentlich, ja, sieht jetzt nicht unbedingt so schön aus, aber es sieht eigentlich in Ordnung aus, würde ich jetzt mal so blöd sagen. Okay. So, jetzt mache ich noch die letzten 11 Betonstahlträger. Mann, jetzt habe ich eigentlich ja pro Band brauche ich eigentlich 4 Ausgänge von den Splitter. Milestone reached. Oil acquisition and refining unlocked. Oil based products can now be made. The byproducts of oil refinement can be used after further processing as seen in the refinery. Caution. This is a reminder to minimize the chance of expiration during out of base activities. Okay. Mal Kuchen. Das ist irgendwie blöd. Plastik, Kunststoff. Okay. Gummi. Welche Meilensteine wollen wir als nächstes? Alternative Flüssigkeittransport? Ich glaube, das ist im Moment nicht wichtig. Nee, das ist nicht. Industrielle Fertigung. Damit haben wir den Manufaktor. Bau 3 oder 4 Teile zu einem neuen Teil zusammen. LKW.
mit Computer, modularem Motor und der adaptiver Steuerungseinheit. Das ist das, was wir brauchen für Phase 3. Oder wollen wir Logistik? Mach einfach irgendwas. Pack wäre ja auch geil. Ich würde sagen Logistik. Ja, Logistik. Hm. Warte. Logistik. Ah nein, wir müssen das zuerst machen. Ja, Manufaktur und so, denn sonst können wir keine Computer machen, die wir brauchen, um dann die Logistik zu machen. Ja. Oh, okay. Gut. Winde. Standardwand. Steuerung, bla, okay, verwalten, aha. Der Mensch, das ist nicht wichtig. Ja. Warenkorb. Und jetzt noch etwas 3. Architektur. Okay. Okay, also, die Splitter sind alle dran, die ganzen Förderbänder sind alle dran. Ja. Das heißt, theoretischerweise wäre das hier soweit alles aufgebaut, es muss nur noch der Strom angeschlossen werden und ich muss mich nur noch darum kümmern, dass unten die Pumpen angeschlossen werden. Gut. Das kann ja nur schief gehen. So. Okay. Okay, so sieht das aus. Das hier aus.
Damit. So. Okay, okay. Und Ölpumpe. So. Okay. So. Gut, und hier. So. Gehen wir wieder zur Logistikorganisation. So, die Pipes sind gelegt. Sehr gut. Ich hoffe, dass es nicht über 10 Meter sind, aber es sind es wahrscheinlich. Es könnte sein, dass ich Pipe-Pumpen dran machen muss, aber egal, das werde ich später sehen. Ach ja, mit dem Strom wird es jetzt nur wieder lustig, das ganze Zeug hier machen. Hm.
Aber ich muss sagen, es hat definitiv was hier. Die ganzen Pipes, die ganzen ganzen Förderbänder und so weiter. Wie die gestapelt sind, das ist nicht schlecht. Ich habe schon Schlimmeres gebaut, sagen wir es mal so. Ja. Es funktioniert auf jeden Fall. Also, hoffe ich. Nee, klar, es funktioniert. So. Das mit so. So, wo liegt dein ganzen Erzförderer? So, und okay. Jetzt muss ich nur noch die ganzen Bänder hinlegen. Also so von der Entfernung her sieht es schon geil aus. Ja. So, der erste ist angeschlossen und der kommt daran. Oh, hab ich das zu weit weggebaut? Ah, verdammt.
Gut. Und bei dir läuft's. Ja, ich tue es noch gar meine letzten Federbänder gar hinstellen. Da muss ich eine Stromlinie zu uns nach Hause legen und dann wäre ich tatsächlich soweit, um das ganze Ding hier in Betrieb zu nehmen. Da kannst du ja gerne nochmal mit herschauen. Und dir das mal ein wenig anzusehen, was ich hier so ein wenig fabriziert habe für einen Schwachsinn. Mhm. Werde ich machen, werde ich machen. So, das ist jetzt alles angebunden. Strom hat auch alles, dann muss ich nur noch die Bänder weiterziehen. Ach ja, mit diesen Stapelbändern zu arbeiten ist echt ein bisschen nervig, weil die Hitboxen so winzig sind einfach. Ja. Und jetzt fehlen mir noch Eisenplatten, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh Mann. Ich würde sagen, das kann wahr sein. Ja, scheinbar. So, ich habe jetzt hier natürlich kein Ding freigelassen. Auf der anderen Seite habe ich es freigelassen. Ja. Ich werde jetzt schon mal eine Stromlinie nach Hause ziehen. Ja. Mach das. Aber ich werde den normalen Sturm-Dinger nehmen, weil ich keine großen Messen momentan machen kann. Hab zu wenig Stahl dafür. Ja. Ich habe jetzt mindestens über 1200 über 1200 Eisenplatten verbraucht gerade, nur um das Ding zu bauen. Okay. Ich würde sagen, das ist... Später, kannst du dann später mal anschauen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. So, haben wir hier irgendwo... Da haben wir noch einen frei. Okay. Ja. Soll ich es jetzt schon Stunden anschließen? Ach ja, komm. Möchtest du gleich mitkommen, um das so anzuschauen? Und? Ich komme gleich. Okay. Ich werde halt noch ein ganz klein bisschen brauchen, um das Ganze fertigzustellen, aber ich will jetzt den Stunden schon mal anschließen, dass wir das einfach schon mal haben. Gut, ja, aber warte, wir sind gleich bei 30 Minuten. Würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, Mann. Gut, Moment. Wahrscheinlich abbauen. Und wir sind gleich bei 30 Minuten. Okay, wir sind bei 30 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.